Reise in den Mittelpunkt des Lebens. Space. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumagentur. Ein Raum voller Roboter, die plötzlich zum Angriff übergehen. Noch ist der Mensch den Maschinen überlegen und kann dem Spuk ein Ende bereiten. Alle Lebewesen sind aggressiv. Diese künstlichen Lebensskulpturen werden von Körperwärme angezogen. Je wärmer du bist, desto schneller werden sie sich dir nähern. Sie haben außerdem ein Gruppenbewusstsein. Sie kommunizieren miteinander, indem sie Klingeltöne singen. Sie bewegen sich auf die Menschen zu, doch zugleich haben sie ein wenig Angst vor ihnen, was ja bei vielen Kreaturen der Fall ist. Der amerikanische Künstler Ken Rinaldo erschafft Roboter. Er programmiert sie und erweckt sie zum Leben. Doch wer weiß, vielleicht werden Roboter in der Zukunft nicht mehr auf die Hand eines menschlichen Schöpfers angewiesen sein. Bis jetzt gibt es solche Kreaturen nur in der Science Fiction. Für uns beruht Science Fiction auf rationalen Fakten. Science Fiction hat einen Bezug zu Wissenschaft und Technologie. Sie benutzt sie, um sich in die Zukunft oder in Paralleluniversen zu versetzen. Patrick Geiger leitet das Museum Maison d'Ailleurs in Yverdon in der Schweiz. Das Haus von anderswo beherbergt Science Fiction, Utopien und außergewöhnliche Reisen. Die Bibliothek des Museums ist ein Forschungszentrum für Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Alastair Reynolds arbeitete früher für die Europäische Raumfahrtagentur ESA. Heute lässt er als Science-Fiction-Autor seiner Fantasie freien Lauf. 2004 habe ich aufgehört zu arbeiten, doch ich werde mein Leben lang Wissenschaftler sein. Wenn ich Science-Fiction schreibe, versuche ich, die Wissenschaft zu respektieren und möglichst genau zu sein, solange ich dabei nicht in Konflikt mit der Geschichte gerate. Ich bin ein sogenannter Hard-Science-Fiction-Schriftsteller. Das gibt mir einen Zugang zur Wissenschaft. Ich hatte die Ehre, Wissenschaftler und Astronauten zu treffen, weil ich ein Science-Fiction-Autor mit wissenschaftlichem Hintergrund bin. Die Autoren der Hard-Science-Fiction gehen vom modernsten Wissensstand ihrer Zeit aus, um dann die Ideen weiterzuentwickeln. Von der Science-Fiktion bis hin zum Science-Fakt ist es manchmal nur ein kleiner Schritt. En 1999, je crois. 1999 hat ein Verantwortlicher der ESA mit uns Kontakt aufgenommen. Er wollte wissen, ob Science Fiction für die Ingenieure interessant sein könnte. Daraufhin haben wir das Projekt ITSF, Innovative Technologien aus der Science Fiction, gegründet. Wir haben Bücher, Filme und Comichefte von den 40er Jahren bis heute durchforstet und hunderte Ideen gesammelt, die für die Ingenieure brauchbar sein könnten. La science-fiction pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les ingénieurs. Science-Fiction-Schriftsteller haben eine rege Fantasie. Viele Ideen sind abwegig, doch manchmal kommen sie der Wahrheit recht nahe. Schriftsteller haben Satelliten und Raumflüge vorhergesagt, lange bevor sie möglich wurden. Für die heutigen Wissenschaftler sind Science-Fiction-Sammlungen eine wahre Fundgrube. Es lohnt sich, Konzepten nachzugehen, denn viele Träume lassen sich verwirklichen. Wenn ich an einem Buch schreibe, das in 150 Jahren spielt, dann denke ich an Sachen wie nukleare Treibkraft und Weltraumreisen im Sonnensystem. Man bräuchte aber immer noch Wochen, um irgendwo hinzugelangen. Ich gehe vom heutigen Wissensstand aus und entwickelte ihn weiter. Mein nächstes Buch könnte in 1000 Jahren spielen. Ich würde dann von einem Durchbruch in der Physik ausgehen, also davon, dass wir es geschafft haben, nah an die Lichtgeschwindigkeit heranzukommen, aber noch nicht darüber hinaus. Etwas, das vor 10 Jahren noch als aberwitzig und lächerlich abgetan wurde, kann heute plausibel sein, wie etwa Plasmaantrieb. Wissenschaftler der NASA und der Europäischen Weltraumagentur arbeiten an diesen Ideen. Es kann sein, dass sie zum ersten Mal vor 30 Jahren in einem Roman von Arthur C. Clarke auf das Konzept gestoßen sind.
that idea for the first time in, say, an Arthur C. Clarke novel from 30 years ago. Ionenantrieb ist Science-Fiction-Fans schon seit langem ein Begriff. Die Idee wurde mittlerweile umgesetzt und der Ionenantrieb kam bei der Mondreise der europäischen Raumsonde Smart 1 zum Einsatz. Diese Art Sonnensegel tauchte zum ersten Mal in den 20er Jahren auf und wird derzeit von der ESA getestet. La Science-Fiction Science Fiction funktioniert meistens auf folgende Art und Weise. Sie erfindet keine Technologien oder wissenschaftliche Konzepte. Sie wird sich von Fachliteratur inspirieren lassen und die dort vorgestellten Konzepte und Theorien weiterentwickeln. Die Geschichten werden wiederum Ingenieure und Wissenschaftler inspirieren. Der amerikanische Science Fiction Schriftsteller Bruce Sterling gilt als Mitbegründer des Cyberpunk. Seine Zukunftswelt ist nicht glänzend und steril, sondern vielmehr düster und voller Gewalt. I'm really happy to see real robots, you know, art robots. Es freut mich, richtige Roboter zu sehen, Kunstroboter auf einer Science-Fiction-Tagung, denn das ist die Zukunft. Wir werden dazu übergehen, nicht nur mit Texten und Filmen zu arbeiten, sondern auch mit dem Internet, elektronischen Objekten und Raumapparaten. Internet objects, electronic objects. Ich verbringe viel Zeit in der Elektronik-Kunstgemeinschaft und das 21. Jahrhundert wird uns viele Neuheiten bescheren. And the 21st century is going to be full of developments like this. Manche Roboter sind hartnäckig und lassen sich nicht abschütteln. Der Paparazzi-Roboter wird sie so lange verfolgen, bis er ein Bild von ihnen geschossen hat. Nur wer posiert und lächelt, hat seine Ruhe. Die Fiktion gibt uns einen Einblick in die Zukunft. Science Fiction stellt Fragen in den Raum und lädt uns dazu ein, darüber nachzudenken. Als Künstler stellen wir oft konzeptionelle Fragen und versuchen, Antworten zu finden. Kunst und Wissenschaft sind meiner Meinung nach ein Abenteuer der Einbildungskraft. Wir sehen weit in die Zukunft und versuchen zu erahnen, wo der menschliche Geist uns hinführen wird. Der französische Autor Jules Verne gilt als Erfinder der Science-Fiction-Romane. Er selbst sah sich jedoch als wissenschaftlichen Autor. Fakt ist, ohne Fantasie wäre die Erforschung der unendlichen Weiten nicht möglich.